Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Ghoul-Säge mitgebracht. Ich muss gestehen, über diese Waffe ein Video zu machen ist relativ schwer, weil es gibt viel, was man bei dieser Waffe im Hinterkopf behalten sollte, was man erwähnen sollte, und die Spielweise ist wirklich speziell. Im ersten Moment, als ich die Waffe gelevelt habe, kam die mir super stark vor, weil Low-Level-Gegner. Erhöht man jetzt aber das Gegnerlevel drastisch, muss man auch sagen, dass die Effizienz dieser Waffe wirklich drastisch nachlässt. Ich sag mal, wenn man die Waffe wirklich mag, ist sie im höchsten Maße okay, ganz gut. Nichts Berauschendes, nicht mega prickelnd, aber wie gesagt, was anderes, und man kann wirklich mit dieser Waffe arbeiten. Aber meiner Meinung nach scheint diese Waffe gerade im niedrigeren Levelbereich. Was meiner Meinung nach wirklich interessant ist, ist die Art von Haltung, die wir haben. Weil zum einen haben wir massivst viele geforste Procs, wir haben viele Damage-Multiplikatoren, wir haben Lifted-Effekte, wir haben Knockdown-Effekte. Also da ist wirklich viel dabei. Wir haben AOE-Effekte. Ich gehe jetzt hier nicht alles durch. Und wir haben drei verschiedene Kombos, die meiner Meinung nach auch zwei Stück, die man wirklich benutzt, die stark sind. Eine, die man benutzt, während man einfach nur durchrennt. Und eine vierte Kombo, die man noch benutzen kann als Movement-Gimmick nebenbei. Ist eigentlich ganz cool. Aber auch für Nyx. So, ich möchte mit dem Nyx-Teil anfangen. Also, die Kombo, die ich meine, ist die Blocken-Kombo und Nahkampftaste. Ihr seht schon, das ist ein Movement-Ding. Und bei Nyx benutzen wir halt auch Assimilieren und sind saulangsam. Aber auch da können wir dann das Ganze wieder verwenden und uns relativ gut durch die Gegend bewegen. Also, ich sag mal, nicht uninteressant. Dann hätten wir die Vorwärtslaufen und Nahkampf-Kombo. Falsche Taste. Das ist die hier. Und da benutzen wir halt die ganze Zeit unsere Kreissäge. Hat jetzt keine nennenswerten Multiplikatoren. Ich meine, das ist die hier. Überall 100%. Und ja, das ist halt so eine Low-Level-Spielerei. Ich mach mal gerade Gegner Level 20. Paar Kanoniere, nur damit ihr den Gedankengang dahinter seht. Wir rennen durch eine Mission durch. Und nebenbei kriegen die Gegner dann jetzt Schaden. Und dann moddet man die Waffe auch noch ein bisschen anders, mehr auf puren Damage und so. Beziehungsweise auch hier, wenn sich unser Combo-Counter aufbaut, wird das Ganze nochmal deutlich stärker. Und im Endeffekt, ihr rusht einfach durch eine Karte durch und mietet so nebenbei alles durch. An der Stelle möchte ich gerade erwähnen, dass ihr die ganze Zeit eure Nahkampftaste spammen müsst, weshalb sich allgemein bei dieser Waffe Nahkampfmakros sehr lohnen. Also zum Beispiel, ich halte die ganze Zeit einfach nur zwei Tasten gedrückt, meine W-Taste für vorwärts, meine G4-Taste für die ganze Zeit Nahkampf-Spammen. Und ich würde euch wirklich empfehlen, legt euch ein Nahkampfmakro zu, das die ganze Zeit einfach nur die Nahkampftaste spammt. Alles andere könnt ihr selbst machen. Oder ihr könnt euch das Ganze zum Beispiel auch auf euer Mausrad legen und dann einfach nur am Mausrad drehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Dann die zweite Kombo wäre die hier. Einfach nur stillstehen und Nahkampftaste spammen. Ihr seht es auch schon, da haben wir auch ein paar schöne Kombos, ein paar schöne Multiplikatoren und so drin. Und das wäre dann diese Kombo. Also auch ein schönes Ding. Ihr seht es aber schon sehr langsam. Aber wir haben auch noch Berserker nicht ausgelöst. Zum Schluss dann noch die einfach nur Blocken- und Nahkampf-Kombo ohne Richtungstaste. Viele Schnittprocs, aber auch wieder Multiplikatoren und alles. Und das wäre dann diese hier. Die gefällt mir persönlich eigentlich am besten, weil auf einen Gegner fokussieren ist immer blöd in so einem Hordenspiel. Und von daher benutze ich die eigentlich auch am meisten. So, aber auch hier wieder sehr langsam das Ganze. Was noch eine Erwähnung wert ist, ist die Heavy Attack, also der schwere Angriff. Ja, von den Stats her auf dem Papier wirklich schön. Schauen wir uns das Ganze gerade mal kurz an. Das ist die hier. Dauert viel zu lange. Also ich habe mal angefangen aus Spaß so ein Heavy Attack Build zusammenzubasteln, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte und so, aber ich will euch das einfach nur mal gerade kurz gezeigt haben, ohne dass ich jetzt hier irgendwie auf Stats, auf
das Endergebnis oder so eingehen möchte. Das ist einfach zu langsam. Ich meine, schaut euch an, wie lang das dauert, hier eine Heavy Attack zu machen. Das könnt ihr euch nicht leisten in einer normalen Mission. Als Gegenbeispiel hier meine Lieblings-Heavy Attack-Waffe. Das ist meine Saw Sense. Ihr rennt zu den Gegnern hin, macht eine Heavy Attack, zack, beim Durchrennen, rennt weiter und die Gegner hinter euch sterben einfach. Also, da liegen Welten dazwischen. Wie gesagt, das ist dann eher ein Gimmick, so ein Heavy Attack bei der Waffe, bei der Ghoul-Sense, Ghoul-Säge, so. Aber ich sollte es einfach nur erwähnt haben, es ist einfach zu langsam, um darauf zu modden. Apropos Modden, wie moddet man diese Waffe? Schwierig. Ich habe es mit zwei verschiedenen Builds probiert. Einmal ein Virusschnittbild, weil wir haben ja auch jede Menge geforste Schnittprocs und so. Und einmal ein Korrosionsbild, bei dem man dann die Schnitteffekte auch noch mitnimmt. Im höheren Levelbereich lassen beide Builds zu wünschen übrig. Ich hatte kein klares Ergebnis, was besser war. Bei einem Test war auf einmal mein Korrosionsbild deutlichst besser. Beim anderen Mal war auf einmal der Virusbild deutlich besser. Müsst ihr an dieser Stelle dann entscheiden, was ihr machen wollt. Der Unterschied zwischen den beiden Builds ist der hier. Das war's. Das ist der Unterschied. Ich werde euch gleich auch beides mal zeigen. Ich kann euch nicht sagen, welcher Build gleich besser sein wird, weil das ist anscheinend sehr zufallsabhängig. Auch dann natürlich davon, wie viele Statuseffekte wir drauf haben, wie schnell wir sind, wie gut wir die Gegner treffen, ob wir critten, bla bla bla. Also von vielen Faktoren abhängig und von daher schwierig zu sagen, was besser ist. Was man bei diesem Korrosionsbild aber noch überlegen könnte, nicht überlegen muss, das ist ein reines Gedankenspiel, wäre, Primed Fieberschlag reinzumachen. Also den hier. Problem ist, unsere Statuschance. Von 70% sind wir runter auf 54%. Bei einer Waffe, die schon so inkonsistent ist, auf 20% Status zu verzichten und dadurch dann auch wieder noch mehr Inkonsistenz zu bekommen, dafür aber einen allgemein höheren Basisschaden. Ja, kann man machen, muss man nicht machen. Aber ihr müsst das halt für euch selbst entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Was ich gerade mal schauen könnte, gerade mal überlegen, hier Former rein, 7 Punkte dazu, plus das, was wir hier unten noch haben. Also ihr könnt auch einfach überlegen, noch ein drittes Former rein zu klatschen und dann das Ganze so mal zu versuchen. Also ich mache es jetzt einfach für die Tests, weil testen muss man das Ganze ja. Und schauen wir einfach dann gleich mal, wie es aussieht. Ist auch mal ganz witzig, wenn man was hier zusammen testet. So, das, was meiner Meinung nach ein großes Problem bei dieser Waffe ist, könnt ihr euch vielleicht schon denken, der Attack Speed. Ich meine, obwohl wir ein 1er Attack Speed haben, die Kombos und so sind wirklich langsam. Also wirklich langsam. Und das ist halt meiner Meinung nach problematisch. Die Crit-Werte sind gut genug, dass wir auf Crit modden. Status und Schnitt ist halt super. Gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit einem Korrosionsbild mit großem Mod und kleinem Mod. Ich hole mal gerade wieder ein paar neue Gegner. Und ich muss sagen, ich bin jetzt selbst gespannt, wie es wird. Also am Anfang sind wir halt zum einen super langsam, weil Berserker nicht aktiv ist. Und zum anderen haben wir halt auch noch keinen Combo-Counter. Okay, letzteres lässt sich aber ganz gut beheben, indem man nämlich einfach gerade mal hier einfach in die Menge die Block-Kombo reinmacht. Ich meine, ihr seht schon, wie die Treffer gerade hochgehen. So, das reicht. Dann gehen wir wieder hier hinten zu einem einzelnen Gegner. So, jetzt ist Berserker endlich mal aktiv. Mit einem aktiven Berserker sieht die ganze Sache dann nochmal deutlich besser aus. Ich meine, wir haben statt zwei Statuseffekte auch endlich mal vier auf den Gegnern drauf. Und auch der Damage ist, ja,
im besten Fall okay. Nehmen wir jetzt mal die Block-Kombo. Also ich slide jetzt mal hier mit einem Kettensägen-Slide rein. Kreissägen-Slide rein, einfach weil es cool ist. Und dann hier mit diesem AOE-Angriff, den ich generell auch am liebsten mache. Na? Also muss jeder selbst wissen, was er davon hält. Aber gefühlt war das jetzt nicht besser, als wenn ich hier nur einen kleinen 90er rein, einen kleinen 60er reinmache. Von daher würde ich euch eher empfehlen, dass ihr auf die 60er geht, dadurch noch ein paar mehr Statuseffekte ausnutzen könnt und dadurch dann im Endeffekt mehr Schaden macht. Wie gesagt, meiner Meinung nach das Hauptproblem bei dieser Waffe einfach, dass alle Kombos zu langsam sind. Wenn man das Ganze jetzt aber zum Beispiel noch mit einem Warcry von Valkyr kombiniert, dann wird die Waffe auch nochmal deutlich spannender. Und Warcry können wir ja in jede Waffe reinmachen, in jeden Frame reinmachen. So, nebenbei haben wir hier gerade den Combo-Counter Berserker aktiv, also Combo-Counter und Berserker. Und ich denke, man sieht es eigentlich, dass das Ganze deutlich stärker ist als der 90er, der Primed-Mod gerade eben. Einfach weil mehr Statuseffekte aktiv sind. Oder schneller aktiv und länger aktiv. Zumindest fühlt es sich gerade für mich so an. Gut, und dann hätten wir zum Schluss jetzt noch den Viralbild. Und bevor einer sagt, ich hätte jetzt das Forma hier oben verschwendet. Ist nicht verschwendet, einfach weil man es schon mal getestet hat. Weil Theorie kann man viel machen, aber ausprobieren ist immer was ganz anderes. So, auch hier wieder dann dieser AOE-Angriff. Combo-Counter wieder aufbauen. Beten, dass wir schnell Berserker bekommen. Diesmal würde ich wieder sagen, dass gefühlt der Korrosionsbild am besten ist und ich denke, ich selbst werde auch bei diesem Korrosionsbild bleiben und nicht beim Viralbild. Aber es hängt halt von vielen Faktoren ab. Die Statuseffekte, die Crits. Beziehungsweise, was ich dann auch noch zeigen müsste, wäre gerade noch der normale Angriffsbild. Ich meine natürlich nicht Angriffsbild, sondern die normale Kombo ohne jetzt diesen AOE-Effekt. Leckt gerade ein bisschen bei mir. Komisch. Ja, also, ich denke, der Viralbild mag es besonders, wenn man hier diesen normalen Angriff benutzt. Und ich denke, beim Korrosionsbild, der mag es eher, wenn man diesen AOE-Effekt benutzt. Aber da ich eher ein Fan von diesem AOE-Effekt bin, also von der Block-Kombo, würde ich persönlich auch weiterhin auf den Korrosionsbild gehen. Ja, hat man jetzt doch einiges nochmal testen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes. Und ja, bis zum nächsten Mal.